Mit Viktoria Hell von der Transformate spreche ich heute darüber, wie ihre Unternehmensstrategie darin gemündet ist, dass sich das Unternehmen einer größeren Gruppe angeschlossen hat, wie es dazu kam, wieso das eine total strategische Entscheidung war und was zur Entscheidungsfindung geholfen hat, das und vieles mehr hört in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler. Herzlich willkommen zu den Davicon CFO Insights. In Folge 94 haben wir uns mal den strategischen Investor angeguckt, den sogenannten Nucleus, der dann strategisch kleinere Unternehmen aufkauft. Und heute freue ich mich, dass ich mal die Gegenseite zu Besuch habe und mal so erzählt, wie ist das eigentlich, aufgekauft zu werden. Und da habe ich die Viktoria Hell von der Transformate bei mir. Viktoria, vielen Dank, dass du da bist. Erzähl mal, was machst du und was macht die Transformate? Und dann gehen wir mal rein, was eigentlich bei euch auch kürzlich erst passiert ist. Ja, danke für die Einladung. Genau, mein Name ist Viktoria Hell. Ja, wer bin ich? Ich habe irgendwann mal vor Urzeiten BWL studiert, bin dann über Umwege in die Beratung eingestiegen, in eine der Big Four, war durch dort knapp 10 Jahre immer so an der Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT. Gab es unterschiedlichste Namen für. Und gut 4 Jahren haben wir dann gemerkt, irgendwie wollen wir es alles ein bisschen anders machen und ein paar Sachen können wir nicht so machen, wie wir wollen. Und haben dann eine eigene Firma gegründet und sind dann mit 6 Leuten gestartet. Und das Ganze ist jetzt über 4 Jahre auf 50 Leute ungefähr gewachsen. Was macht die Transformate? Die Transformate ist so ein End-to-End-Anbieter für Business Intelligence-Lösungen. Lösungen im Sinne von ich habe ein Problem mit meinen Daten, meistens aus dem Fachbereich getrieben. Und das kann dann ja an unterschiedlichsten Dingen liegen. Also ich kriege irgendwie nicht die richtigen Daten aus dem System. Und dann kann das an den KPIs, an den Prozessen dahinter liegen. Das kann an dem falschen Tool liegen. Das kann an der falschen Implementierung liegen, an den Daten dahinter, an den überhaupt erhobenen oder nicht erhobenen Daten. Und da begleiten wir die Kunden auf dem gesamten Weg und haben deswegen auch so die unterschiedlichsten Leute von BWLern wie mir bis hinten zu den Hardcore-Informatikern, die am liebsten nur schwarzen Bildschirm sitzen dabei. Also super spannendes Thema und auch ein Thema, was sehr gut nachgefragt wird. Ich glaube, das zeigt auch schon so ein bisschen euer Wachstum, was ihr hingelegt habt, weil das ist ja Wahnsinn, in 4 Jahren irgendwie von 6 Leuten auf 50 Leute zu wachsen. Das gelingt ja nicht so viel. Ein paar gelingt das schon, die es gut machen und da gehört ihr zu. Und jetzt ist ja kürzlich was passiert, nämlich ihr seid aufgekauft worden. Beziehungsweise ihr habt euch strategische Gruppe gesucht und euer Unternehmen verkauft. Wie kam es dazu? Genau. Ja, hätten wir jetzt vor einem Jahr gesprochen, dann hätte ich dir noch gesagt, über was redest du? Unternehmensverkauf? Was ist das? Und ich glaube, wir hatten das nie vor, wir haben das nie belegt. Die Ursprünge hat es, glaube ich, immer so im Oktober machen wir so die Mitarbeitergespräche. Und da saßen wir letztes Jahr mit den verschiedenen Leuten zusammen und es kam so raus, dass sie zum Teil mega coole Ideen hatten, in welche Richtung sich die Transformate entwickeln kann, aber sehr unterschiedliche. Also das heißt, irgendwie hatten wir 4 unterschiedliche Bereiche, die irgendwie alle spannend klangen, ne? Wo du sagst, eigentlich, um das so richtig zu treiben, müsstest du jetzt so 2, 3 Leute nochmal einstellen in jedem Bereich und dann so, jetzt machst du das vielleicht so mit einem Bereich pro Jahr, um dann zu gucken, zu testen. Wenn es nicht läuft, dann kannst du es irgendwie verkraften, dann musst du ein Jahr wieder laufen. Ja, mit 3, 4 Bereichen das gleichzeitig zu machen, natürlich risikobehaftet und eigentlich so, dass man sagt, nee, kannst du eigentlich nicht machen. Dann im letzten Jahr natürlich auch ein volatiles Wirtschaftsjahr, wo du einfach generell weltwirtschaftsmäßig gesagt hast, wie geht's weiter? Belegst du ja auch nochmal, gehst du da rein? Ja, und dann saßen wir so da und haben wir belegt, wie können wir das machen und haben dann gesagt, okay, wir suchen strategische Partner. Strategische Partner aber gar nicht im Sinne von, wir integrieren irgendwo rein, sondern eher im Sinne von, hey, da geht einer wirklich eher technisch in die Richtung. Wir haben da die Schnittstelle, wir haben da auch Kunden, die das nachfragen und dann, wenn wir das aber dann, den Prototypen kriegen wir noch hin und wenn wir es dann in die Operationalisierung geben, dann arbeiten wir da mit Partnern an den unterschiedlichen Schnittstellen zusammen. So war die Idee und haben damit uns verschiedene Leuten ausgetauscht, einige Projekte auch teilweise gestartet und ja, und dann kamen auf einmal
aktiv die nachfragen, hey, also entweder von denen oder auch von ganz anderen, ich weiß nicht, ob es an der Firmengröße liegt, kam dann so der erste Brief reingeflattert, hey, wie sieht's denn aus? Danke. Nee, komm, wir sind eigentlich für alles immer offen und wir reden mal drüber. Und dann kamst du so in diese Gespräche rein, hast gesagt, okay, ganz doof sind die ja gar nicht und das ist ja irgendwie alles ganz nett. Und wie jetzt, wenn du dich dafür öffnest, kamen dann auf einmal mehrere solche Anfragen. Ich weiß nicht, ob es auch an der Größe des Unternehmens liegt oder ob das so das Jahr war, wo da viel nachgefragt worden sind. Auf jeden Fall kamen so verschiedene Interessenten rein und dann haben wir uns damit so ein bisschen mehr auseinandergesetzt und so fing das alles an. Ja, das heißt, ihr habt eigentlich gar nicht aktiv gesucht. Ihr habt nach strategischen Partnern gesucht, die euch unterstützen können, weil ihr sagt, ab 50 Leuten, wir haben jetzt so eine Größe. Es gibt ja so in meiner Erfahrung mal so Sprunggrößen, dass man sagt, man wächst bis 10 Mitarbeitern recht organisch und dann muss man zum ersten Mal so an Strukturen und Prozessen arbeiten. Aber ganz klein, dass man sagt, okay, wie mache ich Zeiterfassung etc. Und dann kommt so die nächste Sprunggröße, kommt da so bei 30 bis 50, weil man sagt, okay, jetzt muss schon ein bisschen mehr her, vielleicht eigene Buchhaltung, vielleicht müssen wir mal ins Marketing investieren. Und dann komischerweise immer bei diesen 100ern, 100 Mitarbeiter, 200, 300, von daher kann ich das ganz gut nachvollziehen, was du da erzählst. War vielleicht auch ein bisschen der Grund, Wachstumsschmerz? Genau. Also das ist auch noch so ein Thema, also ich würde die Größen sogar an diesen Gesellschaftsgrößen festmachen, also du hast ja immer unterschiedliche Betriebsrat unter 10, dann hast du wieder neue Regeln ab 20 und dann ab 50, ne? Und dann finde ich so die nächste ganz große Änderung wieder mit 250 und das sind ja auch so diese unterschiedlichen Organisationsgrößen und das haben wir auch gemerkt, genau, unter 10 Arbeit ist nie Familie, aber so familienartig, ne? Du warst auf jeder Hochzeit eingeladen, du kanntest jeden. Ja, und dann über 10 fängst du an, so ein bisschen Strukturen zu brauchen. Über 20 wurde es dann noch ein bisschen prozessualer und jetzt mit 50 war das auf jeden Fall so. Und wir haben dann auch noch den schönen, also ich bin ja selber Mama von zwei Mädels, deswegen freue ich mich über jede Schwangerschaft persönlich von meinen Kolleginnen. Aber es sind einfach sehr viel auf einmal gewesen, insbesondere bei uns im Support-Bereich. Das heißt, nach der Buchhalterin ist die Teamassistentin, dann die Teamassistentin /HRlerin alle schwanger geworden. Was mich persönlich total gefreut hat, aber als Unternehmerin dann ich die Nächte dann doch länger da saß und Richard genauso, dass wir einfach sehr viele Dinge wieder selber gemacht haben und eigentlich gesagt haben, scheiße, eigentlich müssten wir jetzt 100 Leute sein, damit wir jede Funktion doppelt besetzt haben, dass erstens nicht so schnell Wissen abreißt und wir da einfach stabileres Gewässer haben. Also wir kamen einfach zu dem Punkt, eigentlich müssen wir sehr schnell wachsen, um irgendwie in bestimmten Punkten stabiler zu sein. Ja, da erstmal Riesenkompliment. Diese Folge heißt ja auch strategischer Unternehmensverkauf und ihr seid sehr gut organisch gewachsen, habt dann für euch strategisch gedacht, was ist der nächste Schritt? Partner mit an Bord nehmen. Dann gemerkt, okay, ich kann natürlich jetzt die nächsten 10 Jahre weitermachen mit 50 Leuten, aber ich komme immer wieder an diesen Punkt, dass es vielleicht doch nur mit Tippelschritten weitergeht. Und ihr habt dann gesagt, nee, eigentlich haben wir viel Größeres vor. Wir sehen in dem Markt, das meine ich mit strategischem Denken, da gibt es andere Opportunities. Und warum dann eigentlich nicht verkaufen? Und du hattest eben gesagt, wahrscheinlich war auch die Größe da nicht ganz unwichtig. Das glaube ich auch. Also ihr seid ja so ab 20 bis 50 liegt ja eigentlich so auf dem Teller der Leute, die, jetzt denke ich auch mal ein bisschen so an die Folge 94 mit dem Gero Presser, der ja auch genau das macht und der auch gesagt hat, so ab 10 Mitarbeitern suchen wir, wenn wir was Größeres kriegen, dann würden wir auch gerne, weil man da natürlich richtig Schwung hinter seine Strategie kriegt und gerade in dem Feld, in dem ihr gerade seid. So, jetzt hat sich das rumgesprochen vermutlich auch. Ihr habt mit den ersten Partnern gesprochen, da hat irgendeiner gesagt, ah, sprich doch mal die Transformate an. Ich glaube, die stehen zum Verkauf. Und dann kam nach und nach ein Angebot nach dem nächsten ran. Wie habt ihr denn dann da weitergemacht? Wie war euer Auswahlprozess? Ja, tatsächlich. Also der war jetzt nicht so furchtbar strategisch, sondern einfach auch viel, viel Bauchgefühl. Also mit wem, wir haben dann einfach angeguckt, haben Gespräche geführt und wir sind generell eine sehr, sehr, sagen wir, gefühlsgesteuerte Organisation, die schaut, wo, also unsere Unternehmenskultur ist uns einfach sehr wichtig. Und natürlich mit jeder Integration in eine Gruppe und das ist so, wird sich das anpassen. Aber wir wollten uns da, das war uns halt wichtig, auch nicht aufgeben. Und das heißt, es musste von den, wie heißt es so schön neudeutsch, den Vibes passen. Und dann das eben je nachdem verfolgt. Und dann natürlich auch, dadurch, dass wir so an der Schnittstelle sind, es gibt natürlich unterschiedliche strategische Punkte, die du da noch machen kannst. Ne? Also können ein Strategieunternehmen eines Datenmanagement-Unternehmens werden und gleichzeitig auch der
der BIler, ITler eines Strategieunternehmens. Das ist tatsächlich beides in dieser Zwischenstelle möglich. Und das waren natürlich dann auch so strategische Überlegungen, wo sehen wir uns? Und das war nicht ganz eindeutig. Klar, weil ihr geht ja jetzt auch nicht von Bord und sagt so, jetzt werde ich Privatier, sondern ihr bleibt ja aktiv dabei, um dann auch weiterhin zu wachsen. Bleibt die Transformator eigenständig oder ist das auch gar nicht? Ach, das ist ja noch so frisch, also so. ganz klar ist das alles noch nicht. Also wir wollen schon auf jeden Fall diese Integration so haben, dass das für den Markt, und das ist das Wichtigste, dass wir als gemeinsame Einheit da auftreten können, wie die Organisationsformen dahinter aussehen, und das ist jetzt alles in der Mache, aber dafür ist nach einem Monat ist alles noch nicht so in Stein gemeißelt, aber es wird mit Hochtouren daran gearbeitet, da den besten, für alle Seiten besten Weg auszuarbeiten. Genau, haben wir noch gar nicht gesagt. Ihr seid dann gekauft worden von der H&Z Group aus München, also aus der direkten Nachbarschaft. So, von daher liegt ja auch nahe, dass man da irgendwie ein bisschen näher zusammenrückt. Jetzt habe ich ja gerade gefragt, so die wichtigsten Aspekte. Du hast gesagt, Unternehmenskultur war wichtig, irgendwie auch die Vision des Partners, wie wir da weitermachen können und uns dabei selber nicht verlieren. Jetzt ist ja auch immer der Preis nicht so ganz unentscheidend. Wir wollen jetzt hier nicht über den Preis reden, ne? Das ist, mich interessiert viel mehr, wenn man jetzt so angesprochen wird aus dem Nichts, und so war es bei euch ja, dann stellt sich ja irgendwann die Frage, die man sich vielleicht mal ab und zu stellt, aber nie so richtig berechnet: Was ist mein Unternehmen eigentlich wert? Wie seid ihr daran gegangen? Ja, ich habe nicht meine Unternehmensbewertungsgrundlagenkenntnis aus dem BWL-Studium wieder aufgerufen, aber ich habe mich dann irgendwann gefragt, wie die Zahlen auch so zustande kommen. Ich glaube, für uns war es wirklich so, wir dafür erstmal wenig Gefühl hatten, aber dann dadurch, dass man eben unterschiedliche Angebote dann von unterschiedlichen Seiten bekommen hat, dadurch dann ein besseres Gefühl gekriegt hat. Und dann grundsätzlich sich mir natürlich mal allgemein umgehört hat, wie geht das so, auf was wird das eigentlich genau bewertet, und dann merkt man schon, dass da auch ein gewisses Schemata hinterliegt, ne? Also da gibt es zwar dann an dem einen oder anderen Punkt dann Unterschiede, aber das Grundschemata scheint schon irgendeine Basis zu haben und nicht aus der Luft gegriffen zu sein. Ja, genau, dann kochen alle mit Wasser und dann macht man irgendwie ein EBIT-Multiple und dann guckt man noch ein bisschen Fantasie und dann macht man noch eine Planung mit Hockeystick und dann guckt man noch, welche Synergien da haben könnte, da kommt man schon irgendwie zum Preis. Also, da bist du bestimmt noch tiefer drin, viel tiefer drin als ich. Ja, ich wundere mich auch, dass ihr mich vorher nicht gefragt habt, aber das ist natürlich auch mal sehr, sehr geheim, solche Geschichten. Aber ihr habt ja andere Leute gefragt, das ist schon mal sehr gut. Da würde ich auch gleich mal überleiten. So, dann hat man irgendwie ein gutes Bauchgefühl, hast du ja gerade gesagt. Preis sagt man, okay, das scheint schon zu stimmen. Da habe ich jetzt irgendwie drei Angebote, bewegen wir uns schon irgendwie im richtigen Segment. Und dann spricht man ja auch vielleicht mit Mitarbeitern, Familien oder Freunden. Bei euch weiß ich, dass ihr auch eure Mitarbeiter aktiv gefragt habt, ob ihr es machen sollt oder nicht. Wie war das denn? Ja, also es ist auch, also ich finde, das ist ein totales Spannungsfeld. Also wir haben ein sehr, sehr offenes Verhältnis zu unseren Mitarbeitern und leben die Transparenz. Trotzdem ist das natürlich total das Spannungsfeld, weil am liebsten würdest du sie von der ersten Minute dabei haben. Aber es ist ja alles nicht klar, ne? Also es ist ja so unsicher. Und selbst in der Familie, wenn du kleine Entscheidungen sagst, oh, mit den Kindern, irgendwann fahren wir mal in Urlaub, dann und noch nicht weißt, wohin, wann es geht und so weiter, dann hilfst du den Kindern, ja, um das mal so im übertragenen Sinne zu sagen, auch nicht. Also auf der einen Seite holst du sie ab, dass man irgendwann einen großen Urlaub plant, aber sie fragen sich und sind unsicher und fragen wann, wie, wo, was. Dann kommen ganz viele Gerüchte, die dann zu ganz komischen Dingen führen. Und das willst du auf der einen Seite nicht. Auf der anderen Seite möchtest du eigentlich mit jedem drüber reden und ihn mit einbinden. Und in diesem Spannungsfeld bist du eigentlich. Und deswegen haben wir dann irgendwann auch Kollegen eingebunden, weil wir vor allen Dingen auch Leute hatten, die direkt von Anfang an mit dabei waren, die wir auch immer an Bord haben wollen. Natürlich wollen wir auch alle anderen an Bord haben, aber irgendwo ist, wie gesagt, immer da wieder die Frage, wie groß spannt man das auf? Und hat dann zumindest mit denen, die wirklich von der ersten Minute dabei waren, dann eben auch das Gespräch gesucht, wie steht ihr dazu, würdet ihr das mitgehen, und haben da die Meinung eingeholt und haben dann auch noch lange vor der Entscheidung auch einen größeren weiteren Teil eingebunden, die dann operativ davon auch stärker betroffen. Ja, man kann es ja dann auch nur bedingt unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit halten, also auch wenn man alle einschwört, das sagt man bitte nichts. Ja, wenn man sich gut versteht, denke ich, in so einem Unternehmen in einer sehr offenen Kultur, spricht man da vielleicht doch an der Kaffeemaschine mal unter vier Augen und sagt, pass mal auf, ich brauche aber auch dich, weil ihr müsst ja Dinge vorbereiten. Es gab ja sicherlich eine Due Diligence und so weiter. Aber wie haben die Mitarbeiter so reagiert? Also war das ein Schock, weil gesagt haben, Mensch, wir sind doch gut gewachsen und jetzt wollt ihr schon verkaufen? Oder sagen die, naja, wir hatten ja in der Strategie besprochen, wir wollen eh was mit strategischen Partnern machen. Von daher ist das vollkommen in Ordnung? Oder beides? Also
Nee, also der Weg war schon, dass sie das grundsätzlich verstehen konnten und auch die sie genau, die haben das ja mitgelebt, was wir da durchmachen im schönen, im positiven, wie auch im anstrengenden Sinne. Und so eine Integration hilft natürlich auch total, auch Stabilität für die Mitarbeiter auch zu schaffen und vielleicht nochmal Ausbaumöglichkeiten. Und ich glaube, die Punkte, sowohl die Nachteile wie die Vorteile, haben sie gesehen und haben Verständnis gezeigt und sich jetzt auch nicht dagegen entschieden, sondern fanden das jetzt total blöd. Aber natürlich jetzt zu sagen, boah, ja, das war jetzt die beste Idee, die ich hier schon immer hatte, war jetzt auch nicht so. Ich glaube, das ist immer, und das ist ja bei einem selber auch, also ob das jetzt die beste Entscheidung des Lebens war, sprechen wir dann in 10 Jahren wahrscheinlich nochmal drüber, je nachdem, wie sich das entwickelt. Ja, aber jetzt für den Moment war es erstmal die richtige Entscheidung, das ist das, was zählt. Und Freunde und Familie haben ja scheinbar auch Ja gesagt. Ich denke, die kennen dich gut genug. Die engste Familie wusste es. Freunde haben wir tatsächlich nicht eingespannt. Das war ja noch der zweite Teil deiner Frage, weil ich tatsächlich einfach auch Vicky oder Victoria im Beruflichen, aber Vicky im Privaten sein möchte und nicht diejenige, die jetzt die ganze Zeit über irgendwie Firmenverkauf oder sonst was redet. Also ich glaube, die Leute haben eher mitgekriegt, dass es eine anstrengende Zeit war, dass ich abgelenkt war manchmal durch Themen und aber ganz inhaltlich bin ich da jetzt nicht drauf eingegangen. Genau. Und ich weiß, dass du mal zu mir gesagt hattest, hätten die Mitarbeiter Nein gesagt, hätten wir auch nicht verkauft. Das fand ich auch nochmal ganz erwähnenswert. Also da sieht man eure Unternehmenskultur, dass man schon die Leute mitnimmt und sagt, okay, klar hast du bei 50 Leuten vielleicht ein oder zwei, die es jetzt nicht so toll finden, aber der überwiegende Teil sieht auch die Chance. Total. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn ich in eine größere Gruppe gehe, dann habe ich plötzlich andere Entwicklungsmöglichkeiten, die mir vielleicht ein kleineres Unternehmen bieten. Klar, das ist definitiv so. Jetzt wart ihr euch alle einig. Jetzt ging es ja an den Verkaufsprozess als solchen. Ich hatte gerade schon mal Due Diligence angesprochen. Das war wahrscheinlich auch das, was so ein bisschen anstrengender war. Ich vermute auch mal, das lag eher bei dir, was so die administrativen Dinge anging. Wie lief das ab? Tatsächlich bin ich extrem froh und wäre auch ein großer Tipp, falls es jemand überlegt, dass ich eh schon super penibel und mit meinen Zahlen, also wir haben ein sehr transparentes System auch, dass wir viele Zahlen kommunizieren unsere Mitarbeiter und deswegen eh schon sehr viele Zahlen aufbereitet haben. Das hat mir in der Phase sehr geholfen. Das heißt, da werden natürlich alle möglichen Informationen abgefragt, wo ich einfach dankbar war, dass wir an sich da viel haben und dass das natürlich auch nicht weit von unserem Beratungsfeld weg ist. Das heißt, die Fragen, die Aufbereitung der Unterlagen, das ist so ein bisschen täglich Brot. Deswegen ging das. Dadurch, dass wir aber jetzt da auch nicht so frühzeitig Leute eingebunden haben, ist schon sehr viel dann bei mir einfach hängen geblieben in den unterschiedlichen Augen. Also eat your own dog food. Im klassischen Sinne, du hast natürlich die Strukturen, die du bei den Kunden schaffst, auch im eigenen Laden. Super. Dann hattet ihr diese Unterlagen und dann gab es noch sicherlich ein paar Gespräche mit Rechtsanwälten und so weiter. Und dann habt ihr irgendwann das Closing gehabt. Das ist definitiv, was ich unterschätzt hatte. Also Anwalt war schon irgendwie klar, wollte ich, aber wie viel dahinter hängt und was da alles zu tun ist, auch was man dafür ausgeben kann, das war mir nicht bewusst. Aber wenn ich nochmal sagen würde, auf was würde ich definitiv nicht verzichten und wo ist jeder Cent wert, dann waren es in dem Prozess tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich Werbung machen darf, aber mit Taylor Wessing waren wir da von den Anwälten sehr, sehr, sehr gut betreut und kostet viel. Ja, ich glaube. Ja, genau, weil am Ende geht es ja auch darum, irgendwie so einen Garantiekatalog auszuarbeiten. Das ist immer da, wo man eigentlich schon fast die Anwälte alleine sprechen lassen kann, weil der eine möchte gar kein Risiko bei dem, wer da verkauft hat, und der Käufer möchte am liebsten, dass das ganze Restrisiko beim Verkäufer verbleibt, und da dann die richtige Balance zu finden, das kann schon anstrengend sein. Ja, und man muss auch sagen, auch Investoren suchen sich dann nicht den letzten Feld- und Wiesenanwalt, sondern die haben richtig gute Leute, und du merkst einfach, wenn die sich schon alle kennen und auf Augenhöhe reden, dann ist das was ganz anderes, als wenn du dann sagst, ich stehe jetzt hier mal als Privatperson und ich habe mal gegoogelt, merkt man, da kann man dann einfach ist man auch einfach mal ruhig, wenn man irgendwie so gar nicht mehr versteht. Klar, die können sich dann auch mal in irgendwelchen Punkten, wo man sagt, lass uns doch mal weitermachen. Ne? Das liegt rechts oder links, ist egal. Wir haben irgendwie noch ein paar wichtigere Themen, oder? Und dann geht das dann schon auch mal. Ja.
Ja, ich glaube, das ist so vor allem beim ersten Verkauf, wenn man bei viele verkaufen ja nur einmal im Leben ein Unternehmen, aber euch traue ich zu, dass das auch noch ein paar Mal öfter kommt, also geht ihr schon super gut vorbereitet rein. Ja, jetzt hast du eben gesagt, das ist eigentlich ja erst 4 Wochen her. Kann man schon irgendwie sagen, wie so eine Integration aussieht? Wir haben ja auch bei Gero gehört in der Folge, dass er sagt, ja, wir haben so einen ganz straighten Plan. Die ersten 100 Tage sind für uns entscheidend. Habt ihr sowas von eurem neuen Eigentümer auch bekommen? Genau, wir sind natürlich eine der Ersten, die da so in die Gruppe reinwachsen. Und da muss ich das auch finden. Und das ist das Tolle, dass wir jetzt da natürlich mitgestalten können. Und man sieht, als Strategieberater gehen die da auch sehr strategisch ran und bereiten das vor. Trotzdem ist es auch für sie dann als Gruppe das erste oder eine der ersten Male. Und da muss ich natürlich einiges finden. Aber wir haben einen Integrator gekriegt, direkt schön mit der 8 auch vor uns, wie bei uns. Okay. Ein Logo gekriegt, der wirklich Teams von beiden Seiten, die sich treffen, die sich austauschen, die sich erstmal vorstellen, was man gegenseitig hat und dann eben zusammen ausarbeiten, was will man übernehmen, was nicht, wo bleibt man parallel. Also ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, aber ist das jetzt schon da alles in Stein gemeißelt? Nein, aber mit viel Engagement und vor allen Dingen viel mit Hirn, Herz und Hand, was ja das Motto der HNZ-Gruppe ist, das kann ich voll unterschreiben. Okay, das heißt, es gibt eigentlich ein Miteinander und nicht schon irgendwie einen vorgefertigten Prozess, der jetzt durchlaufen wird. Und ja, was wäre euch dann jetzt wichtig? Also wenn ihr sagt, ja, wir wollen schon unsere Integrität irgendwie behalten, ob integriert oder nicht integriert, das spielt da gar nicht so eine Rolle. Was ist dann so das, wo du sagst, das ist mir oder unseren Mitarbeitern wichtig? Ich glaube, das Wichtigste finde ich, dass wir als Team weiter und in unseren gewohnten Strukturen arbeiten können, dass sich für uns der Arbeitsmodus nicht ändert. Natürlich haben wir, sagen wir mal, wir sind jetzt die Digitaleinheit dort. Das heißt, wir haben andere Menschen, die im Zweifel, das ist ja ein anderer Typ Mensch, andere Typ Arbeitsweise, die sich super gut ergänzen können, aber die unterschiedlich sind. Ne? Und da ist, glaube ich, super, super wichtig, den parallelen Weg zu finden, dass man nebeneinander und gleichzeitig aber die Stränge miteinander hat. Und das gilt jetzt auszuarbeiten. Und das ist uns wichtig, dass wir da eben sowohl als Team als in unseren Arbeitsweisen da schon als weitere Einheit und mit unseren stabilen Prozessen weitermachen können. Super, vielen Dank. Vielleicht gucken wir einfach in dem Jahr mal, wie es dann auch wirklich gekommen ist. Und dann hat man vielleicht auch da dieses Thema Integration noch mal ein bisschen besser greifbar gemacht, was dann wirklich passiert ist. Weil ich glaube, das interessiert viele auch, weil es ist ja schon euer Baby irgendwo. Das hat man aufgebaut, man kennt die Mitarbeiter gut, man will nur das Beste für sein Unternehmen, was jetzt nicht mehr sein Unternehmen ist, sondern man ist plötzlich Teil eines großen Ganzen. Und von daher finde ich das schon auch einen wichtigen Aspekt, weil es auch dieser emotionale Aspekt ist. Ja, und ich glaube, im Jahr sprechen wir dann auch darüber, dass der Prozess bei der HNZ-Gruppe total etabliert ist. Ne? Ich glaube, das ist das Ziel und das finde ich das Spannende, auch da jetzt schon direkt an einem Prozess mitzuarbeiten und auch zu gestalten und zu sagen, hey, so ist die Sicht auch von einem, der jetzt reinkommt und das ist mir wichtig, nehmt das mal mit auf in euren Standardprozess und da hoffen wir, dass dann die nächsten 3, 4, 5, die dazukommen, dann schon sagen, hey, cool, was ihr da ausgearbeitet habt, das funktioniert ja. Dann bist du in einem Jahr Head of M&A, H&Z. Ja, mal gucken. Noch habe ich andere Pläne. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir eigentlich schon zum Ende. Ich glaube, das war wieder mal eine total gute Folge, wo man richtig Insights bekommt, wie es eigentlich dann auch passiert, wenn man in so einen Prozess plötzlich so ein bisschen aus dem Nichts reindroppt. Und ja, was sind denn so deine 3 Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt auch nach einem strategischen Partner suchen, in Anführungsstrichen, oder vielleicht auch einen strategischen Käufer, so im Nachhinein? Also erstens, wenn man einen strategischen Partner und nicht Käufer, ich will raus, weil dann ist es einem, glaube ich, egal. Es ist auf das Bauchgefühl und die Werte achten. Das haben wir schon gemerkt. Passt das zu meinem Geschäftsmodell, der Partner? Habe ich das Gefühl, dass die Kultur, dass die Zukunft passt? Weil dann kannst du ehrlich zu dir, mit dir und mit deinem Team sein. Das ist, glaube ich, ein großes Lessons Learned. Zweitens ist, sucht ihr die richtigen Berater. Wie gesagt, wenn man nicht im Finance-Bereich ist, ruft Daniel an. Oh, danke. Ich habe mir vorher auch ein paar Tipps indirekt ja geholt. Aber
glaube, wenn man da jetzt in diese Datenaufbereitung, da werden schon sehr inhaltliche Fragen gestellt. Und wenn wir da jetzt nicht unterwegs gewesen wären, ich glaube, dann wäre ich da auch ein bisschen verloren gewesen. Und das Gleiche gilt, wie gesagt, für Anwälte. Das ist sowas, wo man sich scheut vor, aber das ist definitiv etwas, was ich wieder machen würde. Und dritter Tipp, ja, also wie gesagt, mit den Mitarbeitern da wirklich, wirklich in diesem Spannungsfeld gucken, was passt da zu einem. Und egal wie transparent man versucht zu kommunizieren, irgendwo geht auf der Strecke doch etwas verloren, sich dem bewusst zu sein und sich auch auf diese Zeit einzustellen, dass das schon auch anstrengend ist und man eben dafür auch ein bisschen Kraft braucht, auf allen Ebenen den Fokus zu behalten, weil du gleichzeitig natürlich dann trotzdem denkst, Geschäft weiterlaufen haben willst, du willst die Beziehung zu Kunden, zu Mitarbeitern nicht verlieren und gleichzeitig bist du natürlich im Kopf nochmal woanders und irgendwie hat man dann doch auch noch ein Privatleben. Ich glaube, das ist so das, wo ich sage, hey, bereite dich darauf vor und such dir im Zweifel auch den Support, wo du vielleicht nicht mehr alles liefern kannst. Ja, danke schön. Ich glaube, das wird auch oft unterschätzt, ne? Dass es halt wirklich diese Kraft ist und dass man fit sein muss, um sowas da durchzustehen und sich selbst nicht zu verlieren, weil du hast ja nicht nur ein Gespräch geführt, du hast mehrere Gespräche geführt. Es gibt viele Meetings, die Preisbindung, auch wenn das jetzt irgendwie dort sich ergeben hat, aber auch darüber macht man sich ja Gedanken. Man liegt abends länger im Bett ohne dann seine 8 Stunden zu schlafen, weil man dann doch noch grübelt, ist es die richtige Entscheidung oder mache ich hier jetzt einen Fehler? Ja, also von daher nicht zu unterschätzen. Gab es denn noch so ein Buch oder irgendwas Sonstiges, was dir bei dem Prozess geholfen hat, was du jetzt sagen kannst, okay, da habe ich mal ab und zu reingeguckt und kann auch ein Buch zur Entspannung gewesen sein, Atemtechnik, Meditation? Nee, ein Buch war es tatsächlich nicht. Ich habe, jetzt geht ganz persönlich, ich habe tatsächlich mir das irgendwann mal so aufgestellt. Da gibt es Coaches, mit denen man auch für Situationen sich mal aufstellen lassen kann. Das habe ich gemacht, das hat mir sehr gut geholfen, weil ich einfach für mich die Gedanken gerade gekriegt habe und gesagt habe, okay, wer sind jetzt hier die Akteure? Wo ist mir das eigentlich wichtig? Was will ich nicht? Und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Einfach, ob das jetzt ein Coach, ein Freund oder wer auch immer ist, aber da jemanden zu haben, mit dem man so komplexe Systeme einmal auseinanderziehen kann und sagt, warum will ich das jetzt, warum fühle ich mich da gut, warum fühle ich mich da schlecht, das einmal so aus einer Vogelperspektive dann selber zu betrachten, hat mir sehr viel geholfen. Okay, das hast du mit Unterstützung gemacht oder für dich? Nee, das habe ich mit Unterstützung, das habe ich mit dem Coach gemacht, wo wir dann wirklich die Situation einmal durchgespielt haben, Rollen gestellt haben und das war für mich sehr, 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 sehr erhellend im wahrsten Sinne des Wortes, dann sich mal anzugucken, wo spielen menschliche, wo spielen sonstige Beziehungen oder Situationen eine Rolle. Oh, mega gut. Also auch das zeigt wieder, wie ihr da rangeht und wie strategisch ihr denkt, weil das machen ja auch nicht viele und das finde ich einen super guten Hinweis. Vielleicht holen wir den Coach, den du da hattest, auf meinen Podcast, dass er mal erzählt, wie man sowas auseinandernehmen kann. Mal gucken. Also vielen Dank, Viktoria. Das hat mich super gefreut, dass wir die Gelegenheit dann auch so kurzfristig, wir hatten letzte Woche erst gesprochen, dann hier so einen Podcast aufzunehmen über so eine auch noch ganz frische Sache. Diese Woche. Ach, diese. Guck, wir haben sogar diese Woche erst gesprochen. Da siehst du mal, meine Zeit tickt auch zu schnell. So, von daher, jetzt ist Wochenende. Das ist das Gute. Bleibt nur noch die allerletzte Frage. Und diesmal, wie erreicht man dich und alles, was du noch sagen möchtest? Und dann, wie immer, der Disclaimer, dass ich sowieso alles in den Shownotes hinterlege, damit man dich dann auch anfunken kann, auch vielleicht für spannende Projekte im Data Analytics und Strategiebereich. Ja, Circular Economy ist das neue Thema, mit dem wir uns jetzt mit der Gruppe beschäftigen. Das heißt, wer auch da Interesse hat, generell sich auszutauschen, zu überlegen, dann sehr gerne sich auch da zu melden. Leichtesten immer auf LinkedIn einfach schreiben. So haben Daniel und ich uns auch mal vor einigen Jahren gefunden. Einfach dort schreiben. Ich freue mich über spannende Menschen, mit denen man sich zu allen möglichen Themen austauschen kann. Ich glaube, Daniel, wir haben auch nie über Podcasts geredet, sondern fanden uns so als Personen spannend und haben schon über alles Mögliche, privat, beruflich und sonstiges ausgetauscht. Also da immer, immer gerne. Wie gesagt, wer an einem Verkauf überlegt, auch da gerne melden.
Ja, gerne sich auch die HZ-Gruppe nochmal angucken. Die will auch noch wachsen. Ja, und man merkt an dem Podcast, es ist auch immer fast schon deinen Namen entsprechend immer erhellend, mit dir zu sprechen, weil du immer gute Impulse reinbringst. Und deswegen verstehen wir uns da auch gut. Und ja, der Austausch ist immer wichtig für jeden. Also vielen Dank für das Angebot. Nutzt das. Und das Gleiche gilt für mich auch, wenn ihr da mal Unterstützung braucht. Ich bin immer mal für eine halbe Stunde zu haben. Von daher vielen Dank. Euch allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, danke.